Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite Hallo mit dem Christian, dem Jonathan, dem Jules, dem Sebastian, dem Sven, dem Dalukard und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben uns jetzt, wir schießen uns jetzt gegenseitig ins Gesicht. Viel Spaß. Viel Spaß und Erfolg. Tschüss. Ja, als erstes tschüss. Zug, 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 Zug. Wo ist er denn? Da. Komm, wir landen auf dem Zug. Das ist ja wohl eindeutig fucking awesome. Was machen wir noch andere? Oh ja. Das ist belastend. Was hält er jetzt hier? Ja, also wir hatten eventuell eine Testrunde, weil jemand technische Fehler hatte. Der war hier, da war ein Boss, der hat mich fast kaputt gemacht. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Ich habe die Münze benutzt, ich war im Tresor, ich hatte krasse Waffen. Das versuchen wir jetzt einfach zu reproduzieren. Oh, warte mal, ist hier noch jemand? Oh, shit. So, ich will hier irgendwo rein, in den Tunnel. Er ist neu, glaube ich. Da war ich noch nicht. Oder ich war da auf jeden Fall noch nicht drin. Hab das Schildchen gesehen, das gehört doch da... Moment, das ist kein... Ich dachte, hier wäre das... Scheiße! Moment, ist das richtig? So, Goku is on the way! Ich konnte mir endlich einen... Ne, alle Dragon Ball Skins einfach kaufen. Endlich! Ich war mal bereit, im Shop zuzuschlagen, weil die gab es jetzt wieder und ich musste sie alle haben. Auf Shenlong zu reiten, ich werde auch mein Skin... Also da kann nichts Besseres eigentlich mehr kommen. Jetzt muss nur die Zone nicht ganz so bitchy sein. Okay. Damit hatte ich noch nicht gerechnet. Ich war noch gar nicht ready. Ich wusste nicht, dass wir schon im Spiel sind. Das ist jetzt doof. Ich wollte Fencing Fields landen. Das ist jetzt ein bisschen abgelaufen. Die Zeit aber nicht schlimm. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute schaffe, die Back-to-Back-Krone zu verteidigen. Das Ding ist ja einfach, ein Dalukard macht mit. Sven ist dabei. Und ich habe seit dem letzten Turnier noch nicht mehr gespielt. Und das ist jetzt irgendwie fast einen Monat her, weil wir auch eine Zwangspause hatten. Deswegen versuche ich erstmal ein bisschen ab vom Schuss zu landen. Hoffe mal, dass kein anderer mir das nachmacht. So, wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Na? Bin auch mal wieder da. Ey, ich habe keine Ahnung. Man hat mir erzählt, es gibt Bosse und so ein Quatsch. Da gehe ich direkt mal hin. Ich habe eine Quest, dass ich nach Snooty Steps muss. Deswegen gehe ich jetzt hin. Wahrscheinlich ist die Zone gleich hier oben und ich bin gebumst. Es gibt auch Züge jetzt. Das ist völliger Wahnsinn. Diese Area da unten wäre schon geil. Aber das ist der Boss mit der... Das ist nicht die Shot, oder? Nee, was, welche Waffe hat er hier? Der hat gar nichts. Das ist hier Classy Quartz. Einer war direkt neben mir. Ich hab voll Schiss. Das ist jetzt schlecht. Letztes Mal hatte ich eine Waffe. Letztes Mal kamt ihr nicht alle gleichzeitig. Das sieht nicht richtig aus hier. Komm ich da durch? Nein. Aber vielleicht komme ich hier durch. Aha. Ja, passt. Wo sind wir denn hier? Sind wir hier richtig? Also mir wurde gesteckt, hier gibt es ganz viele Kisten. Hier sollte ich mal landen. Ich habe ja noch kein Standard-Landegebiet, so wie auf der letzten Map. Dann muss ich hier halt ein bisschen noch suchen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Also hier sind so ein paar Kisten. Warte mal, ich sollte vielleicht in Richtung... Vielleicht ruckelt es auch nicht mehr, ne? Müsste keine Sorgen machen. So, ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Weapon. Ziel ist es, nicht Dalu als erstes über den Weg zu laufen. Weil sonst bin ich sehr schnell sehr tot und da habe ich nicht so viel Bock drauf. Den nehmen wir mit. Ach, ich muss da draufklicken. Oh, da wird geschossen oder probiert Jules eine Waffe aus. Eins von den beiden Sachen.
Jawohl, let's go! Mein Gott, lad doch schneller nach! Das fühlt sich voll ressourcenkrass an. Da habe ich richtig viele Frames. Das fühlt sich mega flüssig an. Hätte ich das mal immer schon machen sollen, so. Oh Leute, hier war ich schon mal. Hier bin ich schon mal im Spiel gestorben. Aber hier war ich auch, glaube ich, nur einmal bislang. Bringt der, gibt der mir eigentlich was Geiles, der Dude? Hier liegt schon was auf dem Boden. Hey, nehmen wir erstmal die ganzen Dinger hier mit. Hä, das ist ja insane. Insane. Wow. Und na, R und zwei fette Schildtränke. Also hier kann eigentlich schon keiner gewesen sein. Guck mal, hier ist noch eine Kiste. Okay, also war jetzt bisher noch nicht der fetteste Loot. Oh. So, der gute Keanu und ich. Wir holen uns jetzt mal hier oben die Waffe. Bei der Medaille bin ich ehrlich, mittlerweile sind ja relativ räudig geworden. Werde ich nur nutzen, um in den Vault reinzugehen. Guck mal, hier haben wir meine Lieblingsexplosionsplömpel. What the fuck? Container? Das nehmen wir schon mal mit. Zone ist sehr gut. Der kann erstmal da oben bleiben. Was ist das hier? Eine Shotgun? Ja, das ist eine Shotgun. Du kommst weg. Haben wir jetzt eine. Alles, was bist du? Ah ja, nee, okay, das ist gar nicht so verkehrt. Was ist denn jetzt? Grappling. Wieder keine Schuss mehr. Oh Mann! Nee, nicht die Tür zu machen! Oh oh! Vergeltungs-Jones. Oh, hier gibt's die ganzen Waffen, ne? Schauen wir mal, vielleicht sollte ich nicht da einfach den Berg runterspringen, sondern. So, da unten ist auch noch irgendwas. Da sind auch noch zwei Kisten. Da vorne sind auch noch drei Kisten. Diese insane viele Kisten. Vielleicht bitte einfach hier runter. Dankeschön. Ich wollte gar nicht so hoch. Das muss wahrscheinlich gedrückt halten. Das macht dann Sinn, okay. Oh, Alter. Der gute Keanu, der spritzt sich hier einen ab. Einfach die Orgie seines Lebens hier. Okay, okay, dankeschön. Das ist ja nice. Jetzt bin ich voll geheilt. Nur noch keine guten Waffen, merke ich gerade. Oh, oh. Dann wird hier schon geschossen. Hassen die mich jetzt schon direkt? Okay, tun sie. Alles klar. Mich echt kurz erschrocken, muss ich fairerweise sagen. Sniper geht schon klar. Okay, wie funktionierst du? Ah, okay. Muss das Spiel gerade machen. Ich dachte, ich hätte Steps gehört, aber in Wahrheit war das, glaube ich. Man hat die Schüsse da hinten. Alter, das ist jetzt Stress. Eine Fresse. Nee! Oh! So, die Sniper will ich nicht.
Wir wollen. Ma! Jones! Wo ist die Sniper? Da. Die sieht nicht geil aus. Wo ist, wo ist die Truhe? Ah, dahinter. Entschuldigung, Jones. Ich muss ja mal kurz ein bisschen was kaputt machen. Denn ich muss hier hin. Ich brauche Leben. Ich brauche Schild. Nice. So, dann können wir uns einmal den kleinen Trank gönnen. Und dann gönnen wir uns den großen. Und dann sind wir immerhin schon mal voll. Achso, Entschuldigung. Denn wir haben ja nur noch 50 Sekunden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schaffe, in der Zeit den Dude da vorne zu bekämpfen mit der Münze. Weil eigentlich wäre das schon ganz cool, so eine Münze zu haben. Oh, damit können wir jumpen. Cool. Da ist der NPC, der mich richtig scheiße findet. Oh. Ja, eine andere Waffe wäre auch noch cool, ehrlicherweise. Jetzt nicht nur die eine gegen ihn. Oh nein. Naja. Fungiert als Sniper. Wo wird hier gefightet? Hier wird ein... Das würde ich sagen, Spieler. Wenn Sepp das herausfindet, ist er nur noch hier. Und Scheiß, wirklich okay. Dann kann ich sogar fliehen, wenn ich angegriffen werde. Jump, 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 jump. Okay, lass mal das. Der wird schon geschossen. Der wird schon geschossen. Okay, den haben wir abgesnackt. Oh, Leute, ich dachte ganz kurz ein... Wer hat denn gerade diese Nade geworfen? War das der NPC? Gib mir doch einfach mal deine Waffe. Stirb! Stirb! Oh nein! Stirb! Oh nein! Oh Gott, Leute. Das war nicht der NPC. Sehr, sehr gut zu wissen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und ab hier. Ist der hier draußen irgendwo? Das ist der Family... Family... hier, Peter Griffin. Oh. Oh, oh. Wieso tanzt er auf einmal? Der heilt sich? Wenn ich jetzt eine bessere Uzi hätte... das Gold kann ich jetzt natürlich noch abbauen, schön und gut. Ich nehme lieber Schildtränke mit. Ja, wir lassen es erstmal so. Bin nicht zufrieden mit meinen Waffen. Sowohl mit der AR nicht. Die Shoddy ist gut. Deswegen verpiss ich mich jetzt. Fuck it! Was sind deine Guards? Okay, das ist fucking fantastic gelaufen.
Hier war halt einer. Weg! Naja, gut, kein Problem. Flip! Weiter geht's. Ja, das lief jetzt nicht ganz so gut. Fahren wir hier Reckless Railways einfach erstmal hin. Ist relativ nah, ehrlicherweise. Das ist ja asozial. Ist ja noch eine. Tot. Mögen wir auch. So, was habe ich jetzt bekommen? Eine goldene Knarre. Und eine Münze. Oh, der hat doch die Münze jetzt. Belastend. Scheiße, wo bin ich letztes Mal runtergegangen? Okay, jetzt gehe ich, bin ich wieder den Weg runtergegangen. Ich verstehe. So, jetzt sind wir da hinten noch nicht gewesen. LOL, da! Oh mein Gott! Sind ja noch mehr Waffen. Ja moin, Alter! Ey, das ist ja voll OP hier! Fährt er jetzt hier außen rum? Also, fuck it! Ich würde jetzt einfach sagen, fuck it! Also, da kann man jetzt irgendwo rein und so. Aber, let's go! Also, der andere... Oh Gott. Oh mein Gott. Wir können jetzt erstmal hier rein und heilen uns ein bisschen. So, und gucken allgemein mal, ob wir was finden. Was auch immer ich mit dieser Münze mache. Hier kann man irgendwo rein, oder? Warte mal. Was bist du? Ein Schild, Goll. Komm ich damit rein? Ja! Ich weiß halt nicht genau, was diese Münze bringt, aber ich glaube, Dalu hat gesagt, wenn man die trägt, dann wird man gesehen auf der Map. Und ich denke mal, da ich der Schlechteste von uns bin, sollte ich die nicht mitnehmen. Was nehme ich und was bist du? Ach, das ist, oh mein Gott, ist ja, der Fisch ist jetzt natürlich auch, ach, scheiß auf die Sniper. Was auch immer. Das Ding da. Noch so ein Teil. Kann ich die stacken? Kann ich aber meins testen. Was ist denn das? Wie laut ist das? Also bis auf, dass ich nicht diesen Coin habe, fühle ich mich ja komplett overpowered mit Items. Holy shit. Ah, was macht das? Das ist ein Grappling Hook. Alter, das stresst mich alles so hart. Weil ja der andere tendenziell mit dem Motorrad hier rumfährt. Vielleicht übernehme ich mich auch einfach und ich bin einfach der krasseste Ficker. So, nimm die jetzt mit. Kampagne! Okay, nehme ich das mit. Schild. Dann mal kurz die hier futtern. Ja, da muss ich runter, ich weiß. Aber wo bin ich runtergegangen? Scheiße. Ich weiß auch, dass Dalu noch hier irgendwo sein muss. Ich sehe, dass der Kreis sich auf mich zubewegt. Ich hoffe, ich bin bis dahin voll geheilt. Das wäre cool. Ah, nee, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Was macht der denn da? Hin und her am Laufen wie ein Wilder. Ich hab's echt vergessen. Wo ging's denn in diesen scheiß Keller?
I don't know. Oh, warte mal. Ah, Rechtsklick ist. Wo sind die denn? Die Dudes. Eigentlich wäre cool, die für mich fighten zu lassen. Greift ja einen NPC direkt an. Das ist doch gut für mich, würde ich sagen. Ja, Leute, jetzt oder nie, würde ich sagen. Ne? Das ist so ein Ding von It's Now or Never. Ich bin wieder komplett überfordert. Hier ist wieder viel zu viele Sachen gibt's hier. Okay, die Waffe ist gar nicht so geil. Das ist nicht das beste Scope, muss ich sagen. Na, egal. Boah. Macht ja gar keinen Schaden, die doofe Tante. Hey, tot. Ach, guck mal, da ist Mr. Fantastic. Ja, armer Zurpel. Armer Zurpel. Da hat er mich versucht, noch zu backstabben bei dem Versuch, den nächsten Coin zu kriegen. Ja, schade. Bevor er hier durch ist. Komm schon. Oh, come on. Keanu. Fuck! Das hat Sepp sehr, sehr gut gespielt. Schade, 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 schade. So, ich habe jetzt ja ein Tarkov-Spotten versucht zu lernen. Ich glaube, das Spotten hier ist jetzt einfacher. Außer natürlich im Büschen. Kessemaker Zurpel eliminiert. Oh, der arme Zurpel. Oh, was bist du denn? Ist das die gleiche? Sharpshooter, Reaper. Okay, eine ähnliche. Ich nehme die einfach mal mit, damit die kein anderer bekommt. Existing. Ey, das hier, wo sind denn die guten ARs? Oder hat er es verloren? Weil er gestorben ist. Scheiße, habe ich nicht mitbekommen. Das wäre auch so witzig, wenn er die ganze Zeit gefightet hat. Aber das kann nicht. Ich habe keine Schüsse gesehen. Ja, das kann eigentlich nicht. War ich mich denn jetzt voll für 4? Ja, er hat einfach gewartet. Wow. Naja, gut geschossen. Ist das? Gewehr? Zell! Ich schieß so schlecht. Oh mein Gott. So nicht, wo seid ihr? Da. Okay, den haben wir auch. Noch einer. Easy Game. Haben wir alles. Nächsten Coin. Und was bist du? Du bist ein goldenes MP-Schirn. Das war doch irgendwo hier, oder? Da sind wir noch schnell gestorben. Oh, der hatte auch eine gute Waffe. Das war knapp. Also da musst du halt einfach durchziehen. Sonst bist du des Todes. Da unten ist irgendein Geheimgedöns. Wie komme ich denn da hin? Kann mich dort einer verraten? Nee, ich kann da nicht... Wissen, was diese Access-Card macht. Scheiße, ah, Forecast wahrscheinlich. Ja.
geil, okay. Ja, dann muss ich noch ein paar Meter laufen. Cool. Freuen uns. Mit Schalli? Oder mit... Ja, mit Schalli. Irgendwo von da hätte ich gesagt. Aber will er seinen Mord nicht auch seinen Mord nicht auch töten? Nee, looten wollte ich eigentlich sagen. Ich bin einfach genauso krass wie Son Gohan. Verhalten wir. So, hier muss doch irgendwo dann auch so ein... Bin ich so ein Lebensding dann? Was ist denn diese Marke? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Kann mich das einer erklären? Oh, ich kann hier so ein Safe searchen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ist da der Zugang? Ne, da ist einfach nur Gold drin. Ja, da bin ich wieder. Habe ich irgendwas verpasst? Mhm. Ah, hallo Christian. Hallo. Ja, ich bin als erster gestorben. Das war auch sehr enttäuschend. Jetzt bin ich ehrlich. Ja, ich konnte mit dem Tresor-Zeug, was ziemlich krass ist, nicht gegen Jay gewinnen. Es ist doch eine. Oder seht die... Oder ist das doch nochmal was anderes wieder? Was ich noch nicht kenne. Ah. Was soll der hinfinden? Das ist irgendwo da. Schon hier drin? Ist da doch ein Tresor einfach? Keine Ahnung, wo der Death war. Ich hätte gedacht, der hätte jetzt hier in meiner Nähe sein müssen. Ja, ich konnte nicht gegen Sepp gewinnen, aber ehrlicherweise, weil ich komplett verpeilt habe, wo er ist. Ich dachte, er wäre eine Etage über mir, war aber zwei Etagen über mir, hatte dessen entsprechend den Highground und mich sehr schnell böse weggemacht. Leider, leider, leider. Ich dachte, Dalu wäre bei mir gewesen. Ich habe mich mit irgendwem mal gezofft. Also nachdem ich die ganzen NPCs weggemacht habe, kam irgendwer natürlich angelaufen. Mhm. Den habe ich dann wahrscheinlich verscheucht, aber ich dachte, es wäre Dalu gewesen. War das Jay? Nee, das kann er eigentlich nicht. Vielleicht war es Dalu und er hat sich dann verzogen. Ist aber auch kein NPC-Gefühl, weißt du? Sonst hast du ja immer hier so die ganzen Überwachungskameras und so. Er wird sich an den Toten gelabt von mir. Fuck, wo habe ich denn gegen Chris gespielt? Och Mann. Das ist alles weg. Hätte ihn nie wieder Finn. Also ich muss jetzt warten, bis das contested ist quasi. Und ich fühle mich irgendwie sicherer in einem Auto als mitten auf der Map. So, hier kann mein Auto übertanken. Ist ein Fallschadenspiel, ne? Da war doch was. Aber nicht mit dem Trampolin. Okay, warte mal, die geht weg. Falls ich mal später was brauche. Und dann kann ich crouchen? Ja, ich kann crouchen. Aber wie über alle Berge ist die Person dann jetzt schon? Was bist denn du hier eigentlich? Flowberry Fizz. Was machst du? Kann ich dich trinken? Ja. Ich fretz mich einfach voll. Ja, der Fahrt richtig Spaß. Nee, der hat die Karte nicht. Whatever. Ich frag nachher im Chat nochmal. Boah, da habe ich hart reingechoked, ey. Was brauche ich denn gleich nicht? Keine Ahnung, was ich gleich nicht brauche. Da ist ja nur Schmutz drin. Habe ich ja alles. Okay, wir konnten ein bisschen was nachsammeln. So, man parkt sein Auto natürlich hier. Damit man besser hört, wann der Zug kommt. Und wir geben dem Mann einen neuen Job. Du bist dabei. Oh mein Gott. Oh, das ist ein Problem. Hat er mich gesehen? Geh mal davon aus. Ich laufe hier voll rein schon, ne? Oha, da hinten ist ein...
Ein Besitzer einer geilen Marke, wo man hingehen könnte, damit man die geile Marke hat. Ich weiß gar nicht, ob ich auf die Entfernung überhaupt die Chance habe, jemanden zu sehen. Was macht denn die Zone? Was ist das hier? Warum ist das gelb? Oh Gott, ich laufe hier mal weit. Ja, eine Yacht. Alter, die Map ist ja richtig geil. Boah, gute Hits, Alter. Keine Chance. Ja! Let's go, Jü! Es gibt den Enterhaken wieder? Peter, achso, du bist gerade bei Peter, dann geh ich zu Jay. Ja, warte. Da rechts kommt doch einer, Peter. Da rechts runter. Ah, das steht so lange. Bin ich gerade wieder bei Sven. Ja, deswegen da, dieses Dalu ist aber auch in der Nähe, ne? Ja, Peter und Jay kämpfen. Ich glaube, Sepp holt sich gerade noch ein. Ja, Sepp holt sich noch eine Medaille und Fuck. Jay hat's gemacht. Okay. Jay hat auch Peter gemacht. Ja. Yes. Er hat gute Hits gesetzt, er hat überhaupt nicht getroffen. Ja, der schießt ganz gut. Ich habe gegen den auch verloren, obwohl ich. Boah, ich habe den Tresor geplündert, habe gegen Jay verloren. Haben wir nur noch die Problematik, dass unser Benzin bald alle ist. Aber das ist eigentlich kein Problem, weil wir sind jetzt da. Guck mal, wenigstens alles. Oh mein Gott, der hat mich nach vorne gehauen. Krass. Oh mein Gott, hier ist ein Turret. Nicht gut. Wo ist der Mr. Fantastic hier drin? Hallo? Ich kann in solchen Spielen nicht stundenlang hocken, es geht einfach nicht. Willst du der Windmühle? Aber die Sniper wäre natürlich schon ein Knaller gewesen. Ich glaube, Sniper rein und wir spielen nur mit SMG. Komm, das machen wir jetzt. Es ist zwar falsches Strat. Aber das ist immer, glaube ich, ein Sound, wenn man stirbt. Das ist doch jetzt mal eine Sniper, oder? Ja. Der Schnitter. Okay, haben wir. Der kann immerhin keine neuen Dudes suchen. Okay, also. Was ist denn das? Das ist ja einfach insane. Okay, das ist eine automatische Schrotflinte. Das finde ich stark. Das ist eine automatische Schrotflinte. I don't get it. Das ist ja insane. Das Movement will ich haben. Ich hab sie aber nur immer gespottet und nicht gehört. Doch, doch, Chris habe ich gehört. Wie krass geht die ab? Okay, I like it. Das ist die Zone? Nee, aber ist trotzdem geil. Kommt jetzt noch der Zug und haut das Auto weg? Will es eigentlich noch sehen? Oh, der Zug hat ja eine ewige Strecke. Die Map ist ja gigantisch. Und noch können wir chillen. Also eilt ja noch nicht, irgendwo hinzugehen. Tresor gibt's halt nur da, wo auch die Medaillen sind, ne? Ja genau, und Sepp hat gerade eine Medaille aufgenommen, ballert jetzt ziemlich rum, weil er irgendwie die Shotgun testet. Die schützt mich stark. Der Auto-Shotgun. Und die Waffen sind alle stark in Gelb. Wie da nur bei mir nur als Anonymous oben rechts angezeigt wird. Ja, Anonym 221 hat oder so. Sven hat sich von Position A nach Position B mit seiner Sniper bewegt, ne? Ja. Ich glaube, der spielt es richtig safe, habe ich das Gefühl. Ich bin mal gespannt. Jetzt ist er am Ende wahrscheinlich der geheime Favorit oder so, weil den keiner findet. Okay, was heißt das da unten? Das sagt, da unten ist irgendwas Cooles. Aber wie? Wo? I don't know. Wie kommt man da hin? Was ist der Sinn? So lustig, wenn da einer stehen würde. Das ist der Timer für den Zug. Den werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber es wäre schon. Wenn das so wäre, wäre schon ein sehr geiles kleines Detail. Obwohl, ja, hier ist er gerade. Ist es keine Coin unterwegs, oder was? So, wer ist denn noch drin? Sepp ist noch drin?
Und Sven und Dalu. Und ich. Selbst Sven, Dalu. Hm. Könnte ich gerade auf Dalu zurennen und mein in mein Verderben rennen? Bin schon richtig. Haben wir noch einen anderen coolen? Ich habe noch einen anderen coolen Move hier heute geholt. Also wir haben einmal natürlich die Krone. Haben wir jetzt aber noch nicht. Aber das hier war neu. So, dance, dance, dance. Aber ich glaube, wegen der GEMA-Musik ist das muss. Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Peter's Coin liegt. Nee, doch, hier ist eine Coin. Da. Am Levish. Wir warten mal die nächste Zone ab und dann gehe ich los. Sven einfach nur am Campen da. Ja, der hat auch gesnappt. Ich habe bei Sven die ganze Zeit einen Huhn. Dafür kann jemand noch abhauen. Der Tiger, der bengalische Tiger. So wie er nächste Saison in der NFL rasieren wird. Oh, Alter. Okay, ich dachte nicht, dass der Zaun gerade ein Gegner ist. Nein. Grappler war rechtsklick grappeln, linksklick irgendwie schlagen. What? Okay, die Ground Animation ist interessant. Kannte ich noch gar nicht. Aber Dalu auch nur am Campen. Was ist das denn hier gerade? Ja, stimmt, hat sich auch nicht bewegt, ne, mit seinem NPC dann. Und Sepp kann ich irgendwie nicht zugucken. Sepp ist im Norden unterwegs gerade. Den werden die anderen aber sehen, weil er die Münze hält. Der hat einen Bereich. Ja, sonst hat jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Münzen mittlerweile. Ja. Ah, Sepp hat so viel gesammelt, oder was? Ja, ja. Okay, Zone. Bin immer noch drin. Also es ist leider Quatsch. Vor allem, ich bin, glaube ich, auch der mit dem größten, mit dem größten Lowground. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich glaube, ich bin am tiefsten an der Location, wo ich gerade bin. Selbst wenn ich jetzt am Münster am Sammeln, da bin ich dann einmal leider, ich wusste, hab nicht gehört, dass er mit mir gelandet ist und hab dann da kurzen Prozess in mir gemacht. Ich habe die Münze extra weggeschmissen, damit die Leute nicht wissen, wo ich bin. Du warst das! Wir haben uns kurz einmal haben wir uns angeschossen. Dann waren wir beide das ganz am Anfang. Oh, ich dachte erst, das wäre Dalu gewesen. Naja, ganz am Anfang, ich bin erst ein bisschen Zug gefahren und dann. Dann kam Jay, dann habe ich gedacht, okay, dann war das nicht Dalu, sondern Jay, dann warst du das. Krass, ich war auf 30 HP runter, bin weggerannt und habe mich mit so Verbandszeug hochgeheilt. Ja, das gleiche bei mir, glaube ich. 30 HP und dann erstmal weg. Ja, ich habe noch gesagt, oh ja, das ist ein guter Spieler, ich gehe mal woanders hin. Ja, wie weit rendert denn so ein Charakter? Bei Tarkov bist du am Ende der Map, aber ich glaube, dann würde ich hier auch hier oben gut spotten können. Ich glaube, das kannst du nicht machen. Zone bewegt sich noch nicht. Krass, ich dachte, ich würde einmal sehen, wohin die Zone geht, aber ich sehe das jetzt immer. Ist ja mega geil. Wenn hier keiner auf uns wartet, ich gehe da oben in den Busch. Bisschen Angst, dass da schon einer drin sitzt, wenn ich early bin. Also Lavish Lea kommt da oben hin. Der hat so viel, das ist so ein kleiner Kreis. Haben die das gepatcht oder hat der jetzt auch gleich von diesen 3 Münzen alle und fickt mich gleich komplett weg? Scheiße, Mann. Könnte belastend sein. Werden. So, hier unten die Tankstelle finde ich sympathisch. Vielleicht möchte ja jemand auf mich schießen. Da vorne ist der Zug. Ich sehe bestimmt auch ständig irgendwen irgendwo laufen. Aber ich sehe ihn nicht. Also auf dem Bildschirm sieht man den bestimmt. Wo sind die denn? Vielleicht da oben? Und mit der Sniper wem einen Header zu drücken, wäre natürlich schon Premium. Ich habe ja die Shotty für nah. Machen so. Habe ich jetzt irgendwas an Infos? Gut, dass ich das jetzt schon weiß. Wenn sie wirklich und ich glaube, Sven hat gerade jemanden gesehen und hört jetzt aber Jay. Ja, genau, die sind doch. Jay ist hinter dem Busch, oder nicht? Ja, irgendwo da. Die sind super nah beieinander. Ja. Ich glaube, Jay hat auch. Also, Jay sitzt gerade hinter dem Busch. Sven schießt potenziell sofort auf jemand anderen und dann wird er von Jay abgesnackt werden. Das könnte sein Ende heißen. Nicht schießen, Sven. Nicht schießen. Nicht, don't do it. Safe ist einer hier vor mir im Busch. Der wird mich aber auch gehört haben. Ich weiß halt nicht, wie die Waffe fliegt.
Neben mir sind Schritte. Ja gut, ist jetzt weniger cool, als ich dachte, aber... Okay, die Sonne kommt weiter. Warum bewegt die sich denn so schnell? Magazin voll, Magazin voll. Noch nicht voll. Ja, der ist gerade im Ziel. Ich bin gerade bei Jay, mal gucken. Sag mal, wenn's ach schießt. Wow, die sind ja instant nebeneinander, aber dann hat Jay ihn auch gehört? Nee, also der sitzt gerade hinterm Baum und guckt sich eher die Region an. Aber er guckt doch auf den Busch, in dem Sven drin ist, oder? Es ist so doof, dass man die kleinen Icons nicht sieht. Okay. Ja, also da bin ich unsicher, welcher jetzt genau der richtige Busch ist. Das ja, deswegen sage ich ja, ich bin auch, ich kann's auch nicht zu... Aus, der, einer von beiden, aber sobald Sven sich da meldet, hat Jay ihn, ja. Ist er. Halten da hinten. Ich hasse die Shotgun, ich bin so schlecht in der Shotgun, Mann! Ich bin so bad mit der Shotgun! Ich bin so schlecht mit der Shotgun! Kommt einer. Da ist er. Das sind sogar zwei. Hat einen Begleiter, okay. Aber ich muss ja in die Zone. Deshalb nutze ich die Chance zu moven. Oh, ich höre ihn. Okay, den da oben sehe ich nicht mehr. Party Zone kommt. Vor mir. Ja. Vor mir wird gesniped. Aber das ist ja absolut egal. Das interessiert mich wenig. Das Sepp, okay. Alter, Jay sieht Sven. Oh mein Gott. Die sind wirklich am gleichen Busch. Ja, ja, Jay hat das mitbekommen. Ja. Der hört den auch. Aber er hat ihn noch nicht gesehen, ne? Er hat ihn nur gehört. Also, ja, weiß ich. Also du konntest den Kopf einmal aus dem Busch rausgucken. Weil er könnte ja dann so easy jetzt... Ja, genau. Jetzt hat er gesehen. Solche. Kann ihn sich easy snacken da. Jay, du musst treffen, Jay. Was passiert da? Oh, Jonathan? Oh, holy shit! Okay, da hat Jay mal so ein bisschen, wie sagt man, reingekackt. Gechoked. Ist hinter einem Busch. Scheiße, der andere kommt hinter mir. Oh, Jonathan weggeschossen. Holy shit. Alter, ich hab Puls. Alter Vater. Wo? Wo? Oh fuck. Man merkt. Alles sehr feines, lastig. Ja, okay. Aus welchen Richtungen auch immer das war. Ich sehe den goldenen Kreis nicht so gut, wie ich gerne hätte, aber der muss in dem Busch da sitzen, oder? Gechoked, okay, ja, aber so gechoked. Also, dabei hat Jay die ersten guten Hits gesetzt, danach hat Sven... Ich wollte sagen, er hätte einfach bei der Waffe bleiben damit müssen. Damit habe ich niemals gerechnet. Nein, so gar nicht. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Guck mal, jetzt wird Sven beschossen von Sepp. Ja. Und anonym, also und Dalu ist auch nah dran. Okay, ich kann leider gerade nicht auf Dalu wechseln. Ja, will ich auch nicht. Oh, ich bleib bei Sven. Oh, was war das? Das war Dalu.
Okay, hallo. Dalu hat ihn einfach gefrühstückt. Guck mal, du hast dich doch vor Jalen muted, der wahrscheinlich immer noch gerade richtig leidet. Da ist auch Jalen. Hallo, Jalen. Aber gute Leistung, Jalen. Hast du das kurz gesehen, als Svens Kopf ganz kurz aus dem Busch geguckt hat? Ja. Ah, ich hab ihn auch gehört. Nice. Weil ihr habt so lange nebeneinander gesessen. Ich weiß. Ja, ich hab die Steps gehört. Ich wusste nicht von wo. Ich wollte nicht rausgucken. Okay. Ich kann mich hier hinter eigentlich ganz gut verstecken. Ich habe ihn gehört und ich habe mir schon gesagt, der sitzt doch safe im Busch vor mir. Und das dann habe ich dich irgendwann gesehen und dann habe ich so hart gefailt, Alter. Das war crazy. Du hättest einfach nur bei deiner Primärwaffe bleiben müssen, oder? Dann hättest du ihn bestimmt gehabt. Was hätte ich auch. Denn da? Der ist ja, also wo sitzt denn der da? Sepp versucht zu gewinnen. Ja, Sepp ist Sepp weiß Respekt. Ja, dass Dalu den Kreis sieht. Ja, aber das ist dir mir egal, weil sie siehst ja immer. Ja. Oh, was macht Sepp da? Ich bin auch gerade verwirrt. Ich mich auch. Big Brain Moves. Er wird die Coin ja haben, oder? Wenn er die liegen gelassen hat, bin ich am Arsch. Wenn er sich nicht in die Zone bewegt, muss er in dem Busch sitzen. Ich heile mich extra jetzt erst und bin in die Zone schon mal vorgegangen. Damit ich möglichst früh dran bin. In der Zone. Oh ne, gar nicht gut, da ist direkt eine Wand. Einfach mal einen auf gut Glück. Mal so einen bespielen. Na, schade. Er bewegt sich, das heißt, er ist nicht in dem Busch. Ja. Ach so, weil die Zone dahin geht. Nee, das war sicherlich sehr, sehr clever. Ja, doch. Also, du bist jetzt die ganze Zeit auf jeden Fall im Cover. Ja, und die beiden werden jetzt erst so ein bisschen, glaube ich, Ohr-Up-Count spielen, bis sie sich treffen, weil sie beide jetzt da in ihren Ecken hängen werden. Alter, das war der schmerzhafteste Todlauf. Die ersten Hits waren richtig gut, aber dann hat Sven sich gedacht, ich schieße jetzt auch mal. Ja, das Shotgun-Battle war einfach choky-choky, ey. Junge, war das bad von mir, Alter. Dreht sich wieder zurück. Fuck me. Was ist mit dieser Zone los? Run, boy, run. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nicht... Ich sehe ihn. Er weiß nicht, wie hat er den gesehen. Ja, er sieht auf jeden Fall den Kreis. Also er kann. Jetzt hat er ihn gesehen. Oh, der Hit! Das war ein guter Treffer. Okay, da waren keine Treffer mehr. Aber er hat auch den kraftstarken NPC, der die Granaten wirft. Ich glaube, dass ja, okay. Oh, Sepp, Alter! Alter, Sebastian! Hey! Einfach gesteamrollt! Ja, wirklich komplett überrannt, Alter. Uiuiui! Nice, Dalu! Da haben wir auch die Medaille gebracht. GG, Dalu! Dankeschön! Das war eine wilde Fortnite-Turnierrunde. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß da draußen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.